Kniebeugen an der V-Squat-Maschine, was es für Möglichkeiten gibt und was du beachten solltest, erfährst du in diesem Video. Freunde der gesunden Performance, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute mit einem neuen Kameramann, also wenn ich irgendwann irgendwie aus dem Bild verschwinde, seht's ihm nach. Es geht um die V-Squat-Maschine, eine plate-loaded Kniebeugenmaschine, an der es verschiedene Ausführungen gibt. Und wir wollen in diesem Video einmal ausführlich darauf eingehen, welche Vor- und Nachteile die verschiedenen Ausführungen eben haben. Plate-loaded bedeutet, wir haben hier unten die Pins, ihr ladet ganz normal mit Scheiben. Es ist in diesem Fall auch ausnahmsweise egal, auf welche Seiten ihr ladet, also ihr könnt theoretisch das gesamte Gewicht auch nur auf eine Seite packen, macht keinerlei Unterschied. Die Maschine an sich wiegt schon irgendwas um die 60 Kilo, hat also ein relativ hohes Einstiegsgewicht, bedeutet, seid da ein bisschen vorsichtig mit dem Extragewicht, was ihr draufpackt. In der Grundausführung am V-Squat schaue ich mit dem Gesicht zum Gerät. Bedeutet, ihr stellt euch einfach her, Gesicht zum Gerät, geht in eine Grundausführung für die Kniebeuge. Bedeutet ja immer schulterbreiter Stand. Zur Kniebeuge haben wir ja auch schon ein Tutorial gemacht an der Langhantel. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, auschecken. Schulterbreiter Stand, eine Höhe, Füße dürfen ganz leicht nach außen schauen. Ihr stellt euch ein bisschen von dem Gerät weg, weil wir im Endeffekt eine leicht nach vorne gewölbte Position des Körpers in der Endposition haben. Jetzt gehen wir mit den Schultern hier ins Pad rein, heben das einmal an, haben die Sicherungen an der Seite und die kommen einmal nach unten. Jetzt ist das Gerät frei, für die Hände gibt es hier vorne eigentlich Griffe, ihr könnt sie aber auch einfach nur seitlich hier vorne dranlegen. Jetzt ganz normale Kniebeugenvariante, bedeutet, achtet darauf, dass die Wirbelsäule neutral bleibt, die Fersen bleiben am Boden, ihr setzt euch tief nach unten ab und streckt nach oben ganz durch. Maximale Streckung der Hüfte bedeutet Gesäß anspannen, setzt euch so tief ab, dass die Lendenwirbelsäule noch neutral ist und nach oben maximale Streckung und Gesäß anspannen. Dann am Ende zum Absetzen, hier ist die Sicherung, einfach wieder nach oben einhaken. Und es ist wieder safe und es kann nichts passieren. Das im Grunde genommen die ganz klassische Ausführung des Back Squats. Also wir haben eine sehr hüftdominante Bewegung, bedeutet von den muskulären Anteilen arbeitet eher die Oberschenkelrückseite, die Gesäßmuskulatur und der untere Rücken. Je größer das Leaning des Körpers nach vorne ist, desto stärker ist auch die Dominanz der hinteren Kette, bedeutet desto stärker arbeiten wir aus Gesäß und Oberschenkelrückseite. Als zweite Ausführung kann ich mich jetzt genau rumdrehen. Bedeutet, ich gehe mit dem Rücken zum Polster, bin mit den Füßen immer noch in einer ganz normalen Grundposition, also auch hier bin breit, eine Höhe, die Füße dürfen ganz leicht nach außen schauen und habe jetzt eine sehr ähnliche Bewegung zur Hackenschmidt-Kniebeuge. Bedeutet, wenn man gleich das Ganze von der Seite sieht, bleibt der Oberkörper sehr senkrecht. Was dazu führt, dass die Übung sehr kniedominant ist und damit sehr quadrizepsdominant. Ausführung ist im Grunde genommen ähnlich. Also ihr geht rein, diesmal ganz nach hinten, löst einmal die Sicherung, seid auch hier an dem oberen Punkt maximal gestreckt, Quadrizeps ist auf Spannung, Arme können gerne hier oben dazu. Wichtig ist, sowohl Brustwirbelsäule als auch Steißbein bleiben am Pad und ihr setzt euch, soweit es eure Bewegung zugibt, nach unten ab und komplett strecken, maximale Spannung im Quadrizeps, soweit es die Beweglichkeit hergibt, absetzen und ganz strecken. Entscheidend, wie gesagt, dass die Lendenwirbelsäule in einer neutralen Position bleibt und das Steißbein am Pad. Am Ende, hier sind die Griffe, einfach wieder nach oben einhängen und dann seid ihr wieder safe, es kann nichts passieren. Heißt, zusammengefasst, in der Ausführung mit Blick zum Pad haben wir eher Oberschenkelrückseite und Gesäß. Mit der Ausführung Blick in den Raum haben wir eher den Quadrizeps dominant. Jetzt gibt es hier noch als Abwandlung gibt's ein nettes Gimmick, dass ihr auch Wadenheben machen könnt. Dafür haben wir hier eine kleine Erhöhung. Ihr stellt euch ganz normal her, geht, je nachdem wie groß ihr seid, mit den Schultern hier oben rein, ihr könnt auch weiter vorne, nehmt auch hier die Sicherung raus, haltet euch wieder fest und könnt ganz normales stehendes
Wadenheben machen, immer wieder wichtig, Full Range of Motion, ganz rausdrücken, ganz tief. Am Ende hier wieder die Sicherung einhängen und safe. Ist eine Übung, die insbesondere in der Rehabilitation eine große Daseinsberechtigung hat. Ich kann sie hier auch super einbeinig machen. Ich kann mit dem Knie spielen. Wenn ich das Knie strecke, ist es sehr gastrocnemius-dominant, also sehr groß. Der Muskel, den ich auch von außen sehe, wenn ich das Knie beuge, wird es eher ein tiefer liegender Wadenmuskel. Aber im Endeffekt kann ich hier vernünftig ein Wadenheben machen, wenn ich das denn tun will. Als letzte Variante, auf die ich noch kurz eingehen will, was insbesondere interessant ist für Leute, die Explosivkraft aufbauen wollen, ja, Handballer, Sprinter, ist eine Kniebeuge in einer hüftdominanten Variante mit einer sogenannten Triple Extension. Das kann ich ähnlich ja beim Schlitten oder bei verschiedenen Wall Drills trainieren. Ich kann es aber auch sehr gut hier am V-Squat. Bedeutet, ihr geht in die ganz normale Squat-Position, Sicherung raus, geht auch ganz normal tief. Nur jetzt bei der Streckung gehen wir in eine Triple Extension. Bedeutet, Hüfte ist maximal gestreckt, Knie ist maximal gestreckt und das obere Sprunggelenk ist maximal gestreckt, sodass Wade, Quadrizeps und Gesäß auf Spannung sind. Wir gehen langsam tief und schieben explosiv in diese Triple Extension. Langsam tief, explosiv, Triple Extension. Und am Ende wieder einhängen. Wie gesagt, diese Triple Extension ist extrem wichtig für die Explosivität. Also wenn das für dich ein Thema ist, kann das eine sehr schöne ergänzende Übung sein zu einem ganz normalen Langhantel, Back- oder Frontsquat. Ich hoffe, da war was für dich dabei. Wenn ja, lass uns einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, schreib uns mal in die Kommentare, ob der Kameramann das vernünftig gemacht hat oder ob wir das switchen müssen. In diesem Sinne, bis nächste Woche.